Die Notgegeilten grüßen euch zu einer weiteren Runde von Let's Play Diablo 3. Ich gehe mal ein bisschen weg. So, was müssen wir machen? Im Steinfort müssen wir Katapulte hochziehen. Oh, Hammer. Hier gibt's auch Nuevo Questo. Ich könnte ja hier... Wir können auch zurück in die Hood gehen, wo wir eigentlich herkommen, denn wir haben uns ja nur ganz kurz rübergebeamt. Also ab nach Steinfort. Warte, ich guck mal ganz kurz, sollte ich mal verkaufen? Ey, du hast den heiligen Rauch des Falken. Den was? Den heiligen Rauch des Falken? Folianten, ja. Ich habe Rauch gelesen. Hoffentlich Foliant versichert, jetzt mache ich ja wieder so einen Scheiß. Jeder Treffer plus 14 Leben ist zwar nice, aber nee. Was haben wir hier? Kann ich nicht benutzen? Ach, komm jetzt mit, ey. Diese ganze Frizzelskacke. Ja, muss ich ja leider machen. Ach, das ist doch Humbug. Ich fahr zurück nach Steinfort. Ja, fahr doch zur Hölle. Wir müssen hier die Stadt retten, mein Freund. Und du hängst da rum und... Wo ist denn der Schmied? Da ey, unten. Du kannst doch nicht zum Schmied gehen, während hier die ganze Stadt untergeht. So, Waffen schmieden? Nee, ich will ja hier wiederverwerten. Ich mach mal ganz kurz ein bisschen Platz. Ich könnte deine Hilfe in Steinfort gebrauchen. Ja? Ritter. Baba. Scherge der Menschheit. Scherge der Menschheit? Ja, genau. Ein Untertan der Menschheit. Als das siehst du mich also? Als so. Das sehe ich dich. Wo? Ich sehe dich aber nicht. Ich sehe dich gar nicht. Wo bist du denn? Ich bin schon ein bisschen weitergelaufen. Schau einfach auf die Minimap. Ich schau ja schon und folge dir. Guck mal hier. Hallo, ihr Bestien. Mit wem redest du denn da? Ich rede mit diesen Bestien. Hast du Besuch? Also ich rede eigentlich mit dir, wenn ich Hallo, ihr Bestien sage. Ja, ich weiß. Ey, die haben ganz schön... Ey, das mit den Mauern ist ja verdammt ätzend. Das ist ja auch Blocker, deswegen können die das. Alter, was sind das denn für Hampelmänner? Oh, ich bin wieder gesund. Also, ich war ja krank im Kopf eine lange Zeit. Ja, du hast das Schnupfen. So, sie kommen zurück. So, wir haben aber bleiben Freunde. Nicht lange. Sag mal, diese ja. Freunde, ne? Diese netten Männer hier, ne? Ja. Müssen wir nachher auf jeden Fall mal ein Bier spendieren, wenn die das überleben, ne? Ja, oder umgekehrt. Wir haben denen ja den Arsch gerettet. Da ist aber mal mindestens eine Milch fällig. Stimmt. Ne? Also eigentlich schon. So eine von Landliebe. So ein guter Tropf. Bist du sicher, dass wir hier lang müssen? Ja, hier, der wurde weggedrescht. Du hast es verpasst, du hast es nicht gefilmt. Das tut mir leid. Ach, hier waren auch schon. Der wurde von einer Kreatur gefangen. Ach, so ein Vogel hat ihn weggeschnappt. So ein Vögelchen. Haben wir schon tausendmal gesehen. Oh, hey. Fatty McFatman ist auch wieder da. Dieser kolossale Golgor, das soll ja angeblich gar nicht geben, diese Kreatur. Diese Kreatur soll es ja eigentlich gar nicht geben, wie wir aus einem Wissensbuch wissen. Das wissen wir bereits. Aus einem Buch des Wissens wissen. Warte mal, gibt's hier noch irgendwas? Da geht's runter. Hey, Barriere, hier. Achso, ja, warte, ich komm schon. Gebieter der Gefallenen. Die sind ganz schön unanständig gewesen. Bring zwei Sperlinge mit vielleicht. Warte, ich hol mal gerade hier die Hydra, Power. So, lalalalalala. Hier, Spiegelbild. Ja. Weil ich so eine schöne neue Rüstung habe, gibt's mich jetzt dreimal. Modisch gekleideter in Diablo in Fantasy-Welten. Geht's kaum. Ach Mensch, hier, ich hasse diese Propheten. Propheten? Du hast Propheten? Ich hasse Propheten. Also Jesus doof. Propheten, weißt du? Nicht Kontrapheten, sondern Propheten. Du bist, da ist du immer bist was also los. Für Partys. Da ist die Stimmung riesengroß. Oh, eine Heiltrank. Was wollen die denn hier? Zuerst mal einfrieren hier, diese Dämonensoldaten. Oh, den müssen wir schnell wegkriegen. Oh, hier kommt auch einer noch uns besuchen. Über die Mauer ist der gesprungen. Das habe ich Scheiße. Früher immer bei jungen Frauen komm gemacht. Mir mal bitte hinterher gerade. Bei meinem Bekannten, als ich 15 war, bin ich auch immer über die Mauer gehüpft. Hier, der Gelbe nämlich, der hat deine Mutter beleidigt. Oh, hier ist Morgens Tagebuch. Guten Morgens Tagebuch Teil 1. Ja, lass dir ruhig Zeit. Dämonensoldat. Ich mach das schon hier. Du machst gar nichts. Du hast gerade den Champion komplett verpasst. Ey, ich bin hier gerade im Kämpfen die ganze Zeit und gebe mein Bestes zum Schutz von Steinfurt. Ja, du gehst dann da bummeln. So was lass ich mir nicht unterstellen. Na gut. Oh, warte mal. Hier, warte mal. Komm mal rüber. Da ist ein blaues Ausrufezeichen. Komm mal rüber, Peter. Da ist ein blaues Ausrufezeichen. Was denn? Ja, das meine ich doch. Morgens Turnister. Ach Mensch, ist schon wieder morgen. War noch im Abendmodus. Hier, Teil 1. Die Verlegung in die Bastion hat sich als genauso eintönig herausgestellt, wie ich es mir gedacht hatte.
Die Soldaten verbringen die meiste Zeit mit dem Glücksspiel. Ich schätze, von diesem ausgehöhlten Felsen ist nichts anderes zu erwarten. Er ist bloß noch ein Schatten seines früheren Ruhms. Aber ich bin hier, um für Anna sorgen zu können. Mhm. Ich hoffe, es geht ihr gut. Bestimmt Anna Nicole Smith. So, komm, komm mal nach unten. Nach unten, nach unten. Da ist ein blaues Ausrufezeichen. Kannst du dich noch an die Plakate erinnern von Anna Nicole Smith? Nee, als sie aber... Als hübsch war, also nicht als sie... Nee, weiß nicht. Also mehr. Die ist ja jetzt tot, also Gott habe sie selig. Komm, ich quatsch die Burgwache an. Nur Feiglinge verstecken sich. Und ihr seid kein Feigling. Ich werde bei euch bleiben. Ach. Na wow. Hat er sich einfach schlafen gelegt. Ist ja unfassbar. Da hat er einfach so getan, ich bin tot, ich interessiere die Dämonen nicht mehr, ich bin im Arsch. Apropos im Arsch, der Dämonenhund wird jetzt eingeschläfert. Du haust immer die Fässer kaputt, ne? Ja. War total schlau, weil wir da nicht langlaufen können, weil wir dann Damage kriegen. Aber es macht so Spaß. Du alter Zerstörer. Hier ist eine Truhe. Oh, Gold, Gold, schön. So, hier oben ist nischt. Bist du sicher, dass wir hier rumlaufen müssen? Wir müssen hier rechts um die Ecke, hier. Hier geht's weiter mit der Fete. Ich sehe schon, du hast Spaß. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Sagt der Adolf ohne Führerschein. La la la. Ganz allein. Metzeln uns durch Zombie-Horden. Fein. Ach, da ist wieder so ein Flieger. Das ist ein Überflieger, ein Geistiger. Ja, das ist der neue Eurofighter. Ach, Alter. Ich hasse diese Schamanen, ne? Muss ich mal sagen. Der Prophet. Kennst du den Prophet aus Crysis eigentlich? Natürlich. Au! Du bist zum Fitnesscenter angemeldet, das heißt Profit. So. Ach komm, Alter, lass dich nicht... Oh, 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 hier unten blaue Items, komm mal zu mir. Oh, 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 ich komme. Das bei dir wahrscheinlich wieder orangene Items. Blaue Items, nee, die sind nicht gut genug mehr. Orangene für dich nicht mehr gut genug, ganz klar. Du müsstest hier Items haben, ne? Ja, tatsächlich. Und siehst zwar du? Ein riesiges, schönes Schild. Ah ja, kannst du ja liegt auch Lianu. Was? Lianu, was war das denn? Was ist zur Hölle Lianu? Ja, nö, was liegt denn da? Ach, das war so eine billige Armbrust. Ach, naja, dann. Langweilig. Oh, ich hab ein Schild, ne? Boah, was? Steht Scheiße haben? Drauf. Nee, nee, Schild brauchst du nicht, ne? Nee, gar nicht. Ach, Mann. Ich geh schon mal voran, ne? Ich komme. Hör mal diese kolossalen Golgoren. So, das war das. Huch, ach da. Oh, hier gibt's Heilblubbel und erhebliche Heiltränke. Das ist ja nicht unerheblich. Alter, oh. Ach, er wieder. Der kotzt hier wieder ins Essen, das ist der ekelhaft. Ich bin jetzt übrigens noch besser, denn ich habe Stufe 26 erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Endlich 26 Level alt. Konvergenz, mein Freund. Eine neue Fähigkeit, die sich im Petto meines Zauberers befindet. Oh. Ich hatte gerade einen riesigen Lex-Bike. Hoffentlich ist jetzt nicht unser Ton verschoben. Hoffe ich auch. Ich glaube, es liegt daran, dass ich gerade im Hintergrund ein bisschen 2 hochlade. Warte doch mal. Warte doch mal. Ich warte. Boah, ich habe eine Arkane Hydra jetzt. Ach, geil. Wo ist das denn? Das ist einfach wie Weihnachten, Geburtstag und Ostern zusammen. Du hast auch ein schönes Kleid an. Steht dir echt gut. Finde ich auch. Es betont deine tollen DC-Stiefel. Die sind aus so einem SM-Laden, habe ich die organisiert. Aber die sind episch. Also legendär sogar. Das muss ach, man auch. Dann muss man mal ab und zu sowas, weißt du? Natürlich. Das ist völlig okay, jetzt nicht irgendwie. Ja, ich sag ja nichts. Ich sag mehr ja komm. Nix. Wer hat, der hat. Wer hat, der hat. Jabba se hat, der hat. So. Scheiße, ich finde nicht, was ich Neues habe. Gabelung. Ich nehme mal einen neuen Skill, damit ich mal ein paar neue Effekte hier rüberbringe. Lass dir Zeit, die Aufnahme kann doch warten. Da vorne, hier, ne? Hier. Ja, ja, warte, lass mich mal anquesten. Guten Tag, Feldwebel Brooks. Ihr müsst derjenige sein, der die Notfeuer angezündet hat. Ja. Helft mir, die Rekruten zu befreien, damit sie die Katapulte hochziehen können. Hier drüben. Ja, machen wir mal. Helfen wir ihm mal, ne? Ach, oh, Ereignis. Ja. Rekruten mobilisieren, das wird dauern. Exzellent. Lasst uns die Rekruten beschützen, während sie das Katapult hochziehen. Was, wo bist denn du? Wo ist denn der Typ?
Kolossaler Golgor hier. Hier oben drüben, der hat auch so komische Tattoos am Bauch, siehst du das? Ja, dem tätowieren wir den wieder aus jetzt hier. Der war wohl zu oft an der Reeperbahn. Der hat auch irgendwie eine Geschlechtskrankheit, habe ich das Gefühl. Hat ihn auch gerade dahin gerobbt, sein Süffel. Neue Hydra, guck mal, wie böse die jetzt aussieht, Alter. Bam! Oh, Schnieke! Ja, das ist die neue Hydra. Die ist mit Hydra gewaschen. Aua! Na, der macht ja Schaden. Aua. Guck mal, das Gerippe sieht so geil aus. Komm hier rüber gerade. Ja, ich weiß, von dem Fetten, ne? Lass uns ein paar Rippchen snacken. So, wir haben keine Zeit. Beschützt die. Ach so, stimmt. Rekruten, wir müssen nach unten. Alter, Scheiße. Oh mein Gott. Ich gehe hier lang. Wo sind die Rekruten? Wir müssen oben uns auf den Berg trennen, oder was? Um diese Mission zu absolvieren. Ach, hier unten. Scheiße. Ob das gut geht. Boah, der Doppelstrahl, Alter, ist von mir jetzt hier. Ich hab beim Pink dann auch manchmal einen Doppelstrahl. Ja, bei dir weiß ich das. Ich hab ja auch eine Hydra, weißt du? Drei Schniedel hast du da unten. Ja, natürlich. Seit wann das denn? Dass immer die Leute mit so kleinen Penissen so viele Schniedelwitze machen müssen. Da kenne ich ganz viele andere. So, jetzt hier einmal kurz aufrollen. Und ich muss ja sagen, ich mache ja auch gerne mal den einen oder anderen Penis. Wo bist du eigentlich? Trotz meinen 80. Alter, du bist ganz falsch da oben, ne? Nee, ich muss ja auch welche retten. Deswegen, ich rette mit. Sozusagen. Ich bin so nett gewesen. Ich habe hier Rekruten gerettet. Weil ich dachte, wir müssen uns aufteilen, um diese Mission zu schaffen. Das Katapult ist in Stellung gebracht. So, das erste Katapult. Sie im Handumdrehen in die Flucht schlagen. Das erste Katapult steht soweit. Komm dich mal besuchen hier unten. Katapulte schießen auf hier geht's ja auch richtig ab. Hier ist ja richtig was los. Vielleicht lässt sich die Bastion. Soll ich besuchen? Ach, du mich? Uns Hoffnung gegeben. Danke. So. Hast du gesehen? Mein Doppelbereiter. Ja, sieht schnieke aus. Es ist, So, eins von drei haben wir. Wir müssen auch gleich weiterziehen. Mit dem Teil ist eine Pizza in 20 Sekunden durch. Boah, jetzt Pizza. Boah, hier, guck mal. Bäm. Nice, du siehst jetzt richtig aus wie Cyclops. Bäm. Angriff! Hydra! Und hier Doppelstrahl. Wie es sein muss. Und Spiegelbild, damit es noch mehr von mir gibt. Oh mein Gott, wie der Gong das wohl aushalten wird. Boah, Alter, das geht richtig ab jetzt. So, du Oberdamage-Pro. Also die Charaktere machen langsam aber sicher richtig Spasimodo. Wird immer heftiger, ne? Ja, wird immer krasser. Wir sind jetzt schon richtige Arschtreter-Typen. Also so fast. Nicht ganz, aber fast, ne? Dann lass uns mal gleich noch ein paar Ärsche treten. Hier laufen bestimmt mal ein paar Ärsche rum. Oh, da kam wieder so ein Vöglein. Hat's dir was vorgezwitschert? Okay. Wollte mit mir vögeln. Runde 2 geht los. Wir berichten, dass jeden Augenblick mehr dieser verdammten dämonischen Höllenbringer hier eintreffen werden. Die Soldaten müssen geschützt werden. Die Plattform wird schneller aufsteigen, wenn wir keine Männer verlieren. Dann wollen wir mal. Und los geht's. Och, Mann. Eine Ruhepause hier, ne? Geschichte wird gemacht, es geht voran. Alter, was ist hier los? Das geht noch nicht. Alter! Spiegelbild! Und jetzt wird aufgeräumt. Jetzt wird aber richtig aufgeräumt. So. Aus dem Weg. Boah, wie viele wir hier wegschnetzeln nur noch. Das ist ja der Wahnsinn. Hydra, komm zu mir. Geht nieder, ihr Dämonensoldaten. So, wir müssen die Fetten an der Wand wegschlagen, ne? Boah, Alter, dieser Brutzler, ne? Dieser Bratmaxe, ne? Der neue Zauber da, der ist so geil. Der geht auf jeden Fall durch die Decke. Wenn wir Bratmaxe grillen, dann ist immer was los. Das Katapult ist in Stellung gebracht. Sie werden es noch bereuen, jemals ihre hässlichen Fratzen in der Bastion gezeigt zu haben. Ja, hat er recht. Aber echt, hier gibt's Gesichtskontrolle in dem Club hier, wo wir schon so viele Partys machen. Ach, schade. Da will ja jeder hin. Ach, schade, hast du gesagt, weil du sonst nicht reinkommst, oder was? Natürlich. Ach, Quatsch. Hallo, ihr Herrschaften, was wollt ihr denn? Das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Ach, hier, Fetty McFettmann ist wieder da.
einfach zu viel Doppel-Big Mac. Da siehst du, was passiert, wenn McDonald's einen neuen Burger rausbringt. Mit Bacon, wie es aussieht. Jede Menge Bacon. Oh, jetzt Bacon. Oh, jetzt Bacon. Oh, 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 oh. Das geht noch nicht. Ach, schade. Ich wollte wieder für das Erdbeben zaubern. Weißt du noch das Frühstück im Denny's? Im Denny's Diner? Das war aber super lecker. Boah, war das gut, ne? Kann man sagen, was man will. Es war extrem lecker. Ja, über die Matschepampe, aber geil. Einfach geil. Bam. Hier, ich mach mal ein bisschen mit dir. Schön. So, hier oben ist nichts. So eine Bratmaxe wäre aber auch nicht schlecht. Vor allem nicht, wenn ich die jetzt mit meinen Händen, so dem Zauber, der da rausströmt, ne? Wenn ich die damit grillen könnte, fände ich cool. Hast du recht, findet auch Lieutenant Clifton. Ja. Und was der zu sagen hat, das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Diablo 3. Genau. Das war so schön mit euch. Ach ja. Ach, okay, also, ne, bis zur nächsten Folge von Let's Play Diablo 3 Folge.